gespeichert. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Okay. Hier ist der Weinkeller, hier geht's noch lang. Wenn ich hier keinen Zugang habe, muss ich dann hier rüber, um dann da rein zu gelangen. Um diesen Brisket und Brot da zu holen, was auch immer das ist. Dieses Meerschweinchen. Tür öffnen. Geht nicht. Nochmal. Ja, Schweinebacken. Schade, kann ich auch nicht umliegen. Okay, also dahin komme ich nicht. Sehr bedauerlich. Also muss ich gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe. Weil mein Orientierungssinn ist relativ, wie immer. Den ich nicht wirklich verlasse. Ah, da ist die Treppe. Sehr gut. Erdgeschoss. Vom Erdgeschoss rüber auf die andere Seite, weil dort wollen wir ja Dings besuchen. Dieses Mountain. Angriffsein. Der arme Ogre. In der Küche. Auf ins Abenteuer, Kameraden. Warum glaube ich, dass das ganze Dungeon nichts weiter als eine Touristenattraktion ist? Oh, das ist aber eine schöne Zeichnung. Was stellt sie da? Weinplatz und Chateaus. Bisschen braucht hier auf den Toiletten. Ja, dann. Müssen wir wohl lang müssen. Immer, der hat ihn ja auf dem Klo gelassen. Warte mal, nee, warte, hier bin ich falsch. Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Ja. Doch jetzt einfach nur geradeaus, genau. Da war der Elfen vorhin eingesperrt. Vor nicht allzu langer Zeit. Ja! Was macht der Dieb da? Scheiße. Wieder voll an die Rand. Da klopft man nicht nochmal an. So, hier war das Klo, hier ist ich der Hamster. Ich warne euch, niemand rührt hier drin meine Bücher an. Okay, hier soll der Hamster sein. Oder gewesen sein, sagen wir es mal so. Ist hier aber kein Hamster. Ist hier noch nicht mal Anzeichen eines Hamsters. Hier unten aber lässt sich die Wand einhauen. Zerschlagen. Oggi. Feuer frei. Hey Kumpel, hol dir keine Sehnscheidenentzündung. Perfekt. Kiste. Sehr schön, her damit. Vorsicht, Neugier ist manchmal der Katze tot und verbrennt sie dann zur Asche. Ich dachte, der wird lebendig. 45 Goldmünzen, Armbänder für Oggi und eine Mütze für Kollegen und 4 Heiltränke. Oh, das ist gut. 4 Heiltränke ist richtig gut. So, Oggi hat das Kumpel. 3 physischer Widerstand, Schutz 0. Nee, das ist schlechter. Der Mütze. Oh, ein Mist. 0 Schutz, Trefferchance. Aktuell ausgerüstet. Ist ja dieselbe. Das eine ist nur ein Stirnband. Ist doch selber. Mist, hat sich nicht gelohnt. Okay. Irgendwie. Könnte das sein? Warte mal. Vielleicht kann Oggi das auch spüren. Nee, du bist nicht Oggi. Das ist Oggi, ja. Na. In den Toiletten hat er den verloren. Oh, hier, Wand. Untersuchen. Da ist eine Wand. Diese Toiletten sind wirklich baufällig. Da ist sogar ein Loch in der Wand. Sehr glorios ist das nicht. Was wohl dahinter steckt? Vielleicht ein Geheimgang voller Schätze? Oder ein Haufen Scheiße. Wir sollten jede Ecke und jeden Winkel erkunden. Nur zur Sicherheit. Was, wenn es hinter dieser Wand einen wichtigen Hinweis gibt? Allerdings müsste man schon sehr klein sein, um da reinzukommen. Oder sehr dünn. Ha, dünn wie eine rübenköpfige Elfin. Oder klein wie ein Zwerg, der einen Fußschemel zur Mutter hat. Puh.
Tja, dann mal rein da, ihr beiden Klugscheißer. Niemals! Bestimmt nicht. Nicht mit diesem Trampel. Und ich habe gar nicht die richtigen Flipflops an und meine Tunika ist zu schick. Und mein Bart wird sich kräuseln und meine Axt ist zu stumpf. Dieses Rattenloch stinkt nach Kampf. Tja, macht euch bereit und geht rein, wenn ihr soweit seid. Aber ich rieche es schon von hier. Das stinkt. Na los, sonst wird der Barbar euch reinschieben. Rein ins Loch. Sofort. Ah, Mist. Das ist so eklig. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Ich komme gleich wieder. Einen kleinen Moment. Wenn Magie im Spiel ist, sind alle Abenteuer scheiße. Okay, Note 2. Bin ich mal gespannt. Wer weiß, dass die begegnen. Oh, eine Falle. Ratten. Oh, Nagetiere überall. Verdammte Ratten. Und ein Hamster. Aber Hamster sind nett und fluffig. Was macht ihr denn hier? Sie halten ihn gefangen, das arme Ding. Sieht eher so aus, als würden sie ihn anbeten. Die sind abscheulich und es stinkt. Naja, die leben ja nicht gerade unter einem Blumenladen. Aber egal, wir brauchen den verdammten Hamster. Und? Wie läuft es? Schnappt euch den Hamster, schnell! Immer mit der Ruhe, ist ja nicht so, als würde uns die Zeit davonrennen. Wenn ich jetzt gegen die 6 antreten muss mit den 2, habe ich ein Problem. Ich hab ein Problem. Okay, wir gehen mal die komplette Ausrüstung durch. Vorsicht, aber. Trank ist vorhanden, sehr gut. Die bekommt auch gleich noch einen neuen. Benutzen. Oh, Tränke schmecken fies. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Ja. Da kann ich nichts tragen, das ist Mist. Waffenmäßig auch nicht. Shit. Okay, das ist jetzt ein riesiges Problem. Weil die Ratten sind verdammt schnell. Oh ja, da sehen wir ja, wie weit sie kommen. Die kommen bis ran. Oh Gott. Okay, hier ist irgendeine Falle. Na. Na. Okay. Was ist das? Truhe hinter mir. Okay, die geht da drauf und er geht hier drauf. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas auslöse, was die alle killt. Weil ich stark bezweifle, weil ich glaube nicht, dass die hier lang kommen. Und sie wird hier drauf schießen, in der Hoffnung, dass sie hier anzukugeln. Aber das ist doof, weil die meisten Ratten sind vor mir dran. Eins. Ja. Kommt nur her, Gewürm! Okay, da die alle langlaufen, das muss ich jetzt irgendwie in die Luft sprengen. Kostet es was, oder? Weil drüben läuft ja kein Dings lang. Ratten mag ich nicht. Sie sind nicht niedlich. Und sie riechen wie der Zwerg. Okay, an die Kugel in den Gang. Das ist schon mal gut. Oh, die laufen oben drum herum. Laufen alle drum herum. Okay, das brennt jetzt hier für 2-3 Runden. Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut für mich. Das ist gut. Und löse ich die Falle hier nochmal aus, nur weil ich draufstehe. Ihr
brauche euch gar nicht. Sehr schön, eine Rate weniger. Haha, ich hab die Moves. Okay, ich kann jetzt verlassen und nochmal drauf gehen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Welche Rate wäre vor mir dran? Diese da oben. Die unten brennt ja aus. So, rein theoretisch könnte er hier nicht durch, weil blockiert ist. Genau. Jetzt kann der Elfe hier drauf rennen und nochmal die Falle auslösen. Aber sie wäre dann im Nahkampf. Sehr schön gemacht. So, ich habe halt nur den Nahkampf hier. Aber der Indere hat gar nicht Griff. Also bisher alles gut. Alles gut, alles okay. Alles im Griff. Taktisch komplett. Noch überlegen. Die wollen nicht ins Feuer rein. Das ist fies. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich kümmere mich jetzt komplett umlaufen. Richtig blöd. Okay, der Zugang ist schon mal blockiert. Das ist gut. Entweder schieße ich oder ich löse mal die Falle aus. Ich löse natürlich die Falle aus und hoffe nur, dass das was bringt. Naja, ein bisschen Schaden. Ist okay. Aber ich sollte durchkommen. Sieht bisher zumindest ganz gut aus. Erst dran. Er hat ja diesen Rundumschlag. Sauber, eine Rate weg. Bisher sieht alles klasse aus, bisher. Come on. Das ist dieser Schuss, der irgendjemanden treffen kann, nachdem ich das erste Mal getroffen habe. Feuerfrei. Hoppla! Ja. Du hättest da nicht stehen sollen. Ein Gegner und zweimal selbst getroffen. Super. Das tat weh. Das ist halt der Nachteil. Das tat weh. Was soll man trotzdem hier backen kriegen? Come on. Erstmal die Ratte raus, damit sie nicht mehr kämpfen kann. Den Hit da drauf. Ah, ich hätte heilen sollen, ich Trottel. Hätte ich einen Heiltrank gespart. Ich mag es, wenn alles nach Plan läuft. Gegenstände 0, Gruppe heilen, 3 Heiltränker. Nee. Oh, das ist das letzte Mal, dass ich an der Seite eines Zwerges kämpfe. Ich bin eine Schande für meine Familie. Ich auch. Das einzig Gute ist, dass wir die EP unter uns aufteilen. So, sehr schön. Mit nur eine Kiste. Komme ich aber nicht ran, so auf den ersten Blick. So, erstmal ein Hamster mitgenommen. Ich habe den süßen Hamster gefunden. Er ist so niedlich. So, den Hammer. Jetzt muss es hier aber irgendwas geben, was die Türe öffnet. Komme ich jetzt daran? Komm mal, das muss hier sein. Nein. Nein. Nee. Juhu, alle mir nach.
Ja, ja. Ja, so ist es einfacher, dich in ein Loch zu stoßen. Mist. Bin ich an dem Schalter vorbei hier? Da hinten ist nichts. Ich werde an die Kiste da rankommen. Come on. Ah, hier, Hebel. Und ich suche mich da hinten dumm dämlich, weil ich dachte, irgendein Knopf oder so. So, Kiste, sehr schön. Das hört sich wieder nach Loot an. Ich mag Loot. Am besten Heiltränke. Großer, fetter Heiltränke. Oder irgendwas, was richtig schön wert ist. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Das gehört uns nicht. 99 Goldmünzen. Handschuh für einen Zwerg. Heiltränke für alle. Und eine Kopfverdeckung für irgendjemanden. Zwerg freut sich auf jeden Fall über die Handschuhe. Zwei Schutz, zwei Magiewiderstand. Nicht schlecht. Kann ich mehr davon bekommen? Ist leicht besser als das andere. So, und jetzt wird er raus aus der Höhle und da mal gucken. Und unten den sein komischen Hamster geben. Hier, stinkt mal los. Verschwinden wir. Bevor ich da aber nochmal runtergehe, gehe ich erstmal nach oben schlafen. Da komme ich nicht rein, leider. Ich will diesmal aufpassen, dass ich nicht wieder in die Fallen reinrenne. Deine Gegner zu zerquetschen, sie vor dir im Dreck liegen zu sehen, das Jammern ihrer Frauen zu hören. Ach, mich vergessen zu durchsuchen. Bergmannsstiefel für einen Zwerg, sehr schön. Weil je mehr der hat an Ausrüstung, desto mehr hält er aus. Je mehr er aushält, desto glücklicher bin ich. Zwei Regeneration pro Runde, plus ein Schutz. Nee, warte mal, hier bin ich falsch. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Ja, zurück. Da war völlig falsch. Ja, ja, mach wohl. Ein einfacher Gang und ich kann es mir nicht merken. Runter, runter, alles runter. Bis zur Wand. Na. Der simpelste Weg und ich kann ihn mir nicht merken. So, runter bis zur Wand. Und jetzt hier entlang, genau. War das Unglücksrad? Das war cool. Oh, noch eine Tür, die man so schwer kann. Oga, ran. Mach die Hütte auf. So, rein, ne? Achso, geht nicht. Stein. Klopf stärker. Klopf stärker. So. Okay. Geben wir erstmal unten hier Dings ab. Im Keller hier den einen hier, die Quest hier, sein komisches Meerschweinchen. Dann freut er sich. Ist noch jemand da im Stream oder bin ich jetzt alleine? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Okay, geradeaus, links, geradeaus. Ist gleich hier einer. Oh, wie verlässt mich, ja? Und das Spiel ist cool. Also, finde ich bisher. Ich habe es vorhin erst gekauft. Das ist erst seit heute draußen. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Jawohl, hier so. Von rechts. Da, da haben wir. Binsky. Oh. Ihr habt ihn gefunden. Ja, das war eine ziemlich ungewöhnliche Quest. Ja, und wir werden nie wieder davon reden, richtig? Vergessen wir sie einfach. Wie schön. Los, nehmen wir den Kampf gegen den Schattenwolf wieder auf. Es ist so rührend, wenn Freunde wieder zusammenkommen. Und man sieht gleich, wer hier der Klügere von beiden ist. Aus dem Weg, ihr Schurken.
Ich habe einen Hamster. Ja, sehr schön. Questgegenstand abgegeben. Die Weinflaschen jetzt noch umbringen. Ich hoffe, dass hier die DLC bringen, endlos Dungeon, einfach in der Thematik oder so und dann loot, einfach nur Spaß haben. So wie es ein Pathfinder ist. Das wäre episch. So, ab in die Taverne. Weinflaschen abgeben. Und den Zauberer besuchen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, starkes Game. Da hat mich begeistert. Ich habe das gesehen in den Trailer, kurz geguckt, wie das abläuft. Ein, zwei hier Vorab-Videos auf Steam geguckt und dann will ich haben. Geil, es ist wirklich geil. Es ist witzig. Praktisch bisher ziemlich knackig, also schon herausfordernd. Ich spiele nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, sondern auf den dritthöchsten, also nicht den vierten, sondern dritten. Das ist schon böser, was hier abgeht. Ist schon richtig, richtig böser. So, erstmal die Nebenquest abgeben. Warte mal, hat die Quest für mich? Die Taverne von Neuer Bock ist im ganzen Land von Fang berühmt. Unsere Spezialität ist Bier und Beereneintopf. Ne, hat sie nicht. Hallo, meine Freunde. Ja, also. Also, wie war's im Keller? Habt ihr Traubensaft gefunden? Oh, ich darf entscheiden. Aushändigen oder behalten. Der soll sehr viel wert sein. Es könnte also massig Gold geben. Ich bin aber scheiße ehrlich. Aushändigen. Aber Dieb würde sich freuen und Elfe wäre bestimmt schweinesauer. Was bestimmt lustig ist. Komm, ich hätte aus, ich bin nett. Ja, hier, bitte. Sehr gut, danke. Jetzt habe ich was, um diese reichen Mistkerle aufzumuntern. Ihr habt euch was zu trinken verdient. Hier, für eure Mühen. Eine Flasche aus dieser Kiste, eine gute, das könnt ihr mir glauben. Wein passt hervorragend zu einem guten Steak. Aber niemals vor einem Urteil. Da fängt der Saal gleich an zu schnarchen. Darf ich mal nachher gucken, wie viel der wert ist? Oder am besten jetzt gleich? Wo ist denn der Wein? Nur 2,5. Preis ist ja nicht angezeigt. Einer der besten Jahrgänge von Fang. Ein subtiler Wein für Amateure, die sich Zeit nehmen, ihn zu schätzen. Gibt Mut, Kraft, minus 2 Beweglichkeit. Aber. Die Stufe der Paladine ist gestiegen. Jawoll, Level up! Noch jemand? Ne, nur die Dame, okay. Machen wir so. Was? So, Fähigkeiten. Die hat ein bisschen ausweichen. Können tatsächlich noch 2 Punkte gebrauchen. So, ich würde es hier mindestens auf 10 bringen. Weil 10 hört sich Duft an. So, jetzt geht's closer. Paladin erhält 6 in Parieren. Dauerhaft. Oh, nice. Paladin erhält pro Stufe 2 Widerstand. Bonus ist rückwirkend. Sau cool. Der Paladin erhält jedes Mal 30 Ausdauerpunkte, wenn sie einen Feind killt. Auch nicht schlecht. Paladin fügt Orks, Goblin und Rollen 15% mehr Schaden zu. Dann nehme ihr hier das Parieren. Wird obsiegen. Dann tut sie richtig tanken. So, das ist die Betäubung der Gerechtigkeit. Eine Darstellung des Hammers der Gerechtigkeit, der Schaden verursacht. 100%, vorher waren es 80. Das Ziel ist betäubt, fügt Untoten, Dämonen und Zauberern mehr Schaden zu. Die lebenden Toten und Dämonen sind Adasis Augen gottlos, weil ihnen die Konzepte von Gerechtigkeit und Braten fremd sind. Betäubendes Hammer. Aufladezeit bleibt aber gleich. Vier Runden, schade eigentlich. Der macht 100%. Eine Darstellung des Hammers der Gerechtigkeit, der Schaden verursacht. Das Ziel ist betäubt. Für Goblin Orks Trollen mehr Schaden zu. Der Hammer ist eine beliebige Waffe für Paladine von Adea. Je nach Situation der Gerechtigkeit ausübt und Fleisch Dings macht. Oder ich hole mir eine neue Fertigkeit. Ich meine, alle 4 Runden? Gegen Untote, Dämonen, Zauberer mehr Schaden? Oder halt gegen Goblin Orks? Dosenöffner. Ein Hammerangriff, dessen Schaden den Schutz ignoriert. Das Ziel erleidet außerdem eine Schutzstrafe. Einen Augenblick vor dem Aufprall wird der Hammer der Paladiner auf Weiß erhitzt, um die Rüstung zu durchbohren, wie eine Gabel eine Bratwurst durchbohrt. Böse. Göttliche Aroma. Die Paladine umgibt sich mit einem verlockenden Duft, der dazu führt, dass sich ihre Ziele zu ihr wenden, wenn sie Schaden zufügt. Gewährt auch einen Schutzbonus. Schutzbonus plus 3. Dann nehme ich das hier, ja. Blut wird fließen. Ja. Kauft. Ja. So, auf zum Magier.
vorher mal speichern, nicht, dass irgendwas passiert. Wissen wir ja. Hier passiert bestimmt irgendwas. Erstmal sein Käse hier. Ich rieche schon das einzigartige Aroma von Zigifantenmilch, fermentiert in einem Beutel aus Morschleckleder. Als hätte jemand den Mülleimer eines Goblin-Restaurants ausgeleert. Hiermit offerieren wir Ihnen voller Freude diesen Käse. Ja, das wäre eine Erleichterung. Könnten wir uns jetzt nur in einem Blumenbeet herumrollen? Das würde den Gestank vielleicht überdecken. Ich muss zugeben, auch wenn ihr den Freuden von Quark und Molke nicht viel abgewinnen könnt, seid ihr doch ein qualifizierter Haufen. Wir hoffen, dass Sie uns helfen können. Soweit es mich betrifft, ja. Aber ich muss sicher sein, dass auch mein Kollege zufrieden ist, obwohl er sich mit handwerklich erstellten Molkereiprodukten so gar nicht auskennt. So, Questgegenstand abgegeben. Kano steckt Level, schade. Edler beratender Erzmagier, wir präsentieren Ihnen Ihr Schuldzertifikat. Ah, sehr gut. Vernichten wir es unverzüglich, um den Risikoindikator, der sich negativ auf die indexbasierte Entwicklung meiner Beratertätigkeiten auswirkt, neu zu evaluieren. Was? Also, wegen des Amuletts. Edle Zauberer, ich glaube, wir haben eure Quests abgeschlossen. Ja, und das war scheußlich, als würde man einen Albino-Pony küssen. Das könnte ich arrangieren. Es würde dir gut tun. Seid doch mal still. Würden eure magischen Hoheiten euch jetzt vielleicht unseres Problems annehmen? Mein Freund, ich glaube, euer Erkundungskollektiv hat sich über den gleitenden Durchschnitt der Leistungen von Standardabenteurern gemäß der Definition des Kerkerfonds erhoben. Was ihnen an Reife fehlt, machen sie in Textur wie der Wett. Die hören sich einfach gern reden. Wenn ihr so freundlich wäret, das Objekt eurer sukzessiven Ersuchen vorzulegen, werden wir eine Astralanalyse vornehmen. Wir werden das Geheimnis des Amuletts ergründen, wie die zerfließende Cremigkeit eines Camemberts. Ich verstehe noch Bahnhof, aber es hört sich cool an. Langweilig. Gerade als wir dachten, wir wären das Ding los. Sie reden in einer völlig unverständlichen, arkanen, alten Sprache. Tja, weißt du was? Ich kann Eichhörnchenisch und das ist viel lustiger. Pell dir doch eine Nuss drauf. Gut Ding will Weile haben, so wie ein gut gereifter Cheddar. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser magische Gegenstand der dämonischen Kategorie zuzurechnen ist, Unterklasse verflucht. Er ist unauflöslich mit euren Astralenergien verwoben. Sondermeldung, er ist verflucht und wir auch. Dieser Gegenstand dient einer chaotischen, dämonischen Gottheit der Astralebene. Aber viel weiter können wir nicht sehen, die Molke ist zu dicht. Also, um es mal deutlich zu machen, er ist magisch, chaotisch, verflucht, dämonisch, aber sonst wisst ihr nichts darüber. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass weitere Erkenntnisse nur durch die Hilfe einer mächtigen, chaotischen, dämonischen Wesenheit gewonnen werden können. Einen Dämonen um Hilfe bitten? Wenn du es so formulierst, weiß ich es auch nicht mehr so recht. Ich wiederhole mein Angebot. Ich kann am Ausgang des Kerkers Wache halten. Ich werde sogar auf meinen Anteil verzichten. Jeder Dämon ist anders, genau wie Käse. Beide gibt es in mannigfaltigen Formen und Gestalten. Zufälligerweise lebt auf der vierten Ebene ein Dämon, der euch ein paar Informationen liefern könnte. Er wurde dort durch einen Fluch gefangen gesetzt und dürfte keine unmittelbare Gefahr darstellen. Klingt trotzdem riskant. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, ein gut gezielter Axthieb auf das blöde Amulett. Das Problem ist weniger das Amulett als die dämonische Wesenheit hinter all dem. Ihr müsst die Wurzel allen Übels finden, sozusagen des Teufels Rzitze. Tja, dann müssen wir wohl von hier bis auf die vierte Etage. Du hast offenbar was vergessen. Alle Eingänge zur dritten Etage sind versperrt. Keine dritte Etage bedeutet keine vierte Etage. Das war eine sehr nützliche Beobachtung. Du solltest öfter mal was sagen. Dabei können wir helfen. Lasst mich das Tor zur dritten Etage für euch öffnen. Wir lehnen außerdem jede Verantwortung für den Rest eurer abenteuerlichen Wanderschaft ab. Nein, ist noch. Ihr lauft vielleicht einem Kollegen von uns über den Weg. Er sucht schon seit einer ganzen Weile auf allen Ebenen nach einem verlorenen magischen Gegenstand. So, wir gehen mal schlafen. Nur sicherheitshalber. Findet den Eingang zur vierten Etage. Mal sehen, wie viel er mir diesmal abknüpft. Es sind 100. Das waren mal 50. Das waren mal 50. Haben wir den Battle Pass angefangen? Nein, noch gar nicht. Heute noch gar nicht. Ich weiß, da gibt es zwei coole Battle Pass. Also einmal TRCD 5 und einmal IS4. Das 4 wird sich keiner holen, denke ich mal, sondern meistens TRCD 5. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, aber geht doch schnell. Ganz ehrlich. Battle Pass ist jetzt nicht unbedingt große Herausforderung. Es sei denn, die haben viel geändert. Dann wäre es natürlich blöd. Shampoo-Flasche von Loreline. Antra
anthropologische Funktion der Goblins. Goldmünzen. Ja, Goblins. Da haben wir sie. Lesen. Goblins sind mehr oder weniger direkt mit Orks verwandt und werden in Zusammenhang mit diesen herrlichen Teint verwelkten Salats, der ihre Epidermis charakterisiert, im Allgemeinen in die Gruppe der grünen Häuter eingeteilt. Kleinstämmig gebeugt ist der Goblin eine ebenso bösartige Kreatur wie der Ork, aber seine Konstitution erlaubt es ihm nicht, mit dem Kampf mit solcher Leichtigkeit zu widmen. Oh, das ist also leicht. Puh. Zur dritten Etage. Ich war noch nicht mal auf der zweiten Etage. Total beknacktes Dungeon, oder? Du hast eine Taverne drin, Händler sind da drin, Touristenattraktion und weißt du geil was. Ah, hier stinkt es nach Grünhäuten, nach Goblins. Kämpfen! Ich hasse Goblins. Sie sind dreckig, unordentlich, fällen Bäume und machen komische Sachen mit Eichhörnchen. Aus deinem Mund klingen sie ja fast nett. Dabei sind sie die Schlimmsten. Sie graben überall, greifen unsere Minen an und stehlen unser Gold. Akala, lecker, lecker, Gobo. Lass mich raten. Er hat gesagt, dass sie gut schmecken. Dein Orgisch wird immer besser. So. Ja. Maschinerie. So. Dann Skorpion. Ich habe jetzt gespeichert. Ich meine, nach 6,5 Stunden darf man das mal machen. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Feierabend. Und das schauen wir uns morgen im Laufe des Tages an. Morgen bin ich wieder im Einsatz. Das heißt, von 14 bis. Ich weiß noch nicht, ob wir das... Ich denke mal, am Samstag so spielen wir dann weiter. Hier. Ach, die dritte nach oben. Ach so, ich dachte nach unten. Ich persönlich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich... Spiel ist cool, werde auf jeden Fall weiterspielen und ich wünsche gute Nacht. Dann sage ich mal, ich habe auch nicht angefangen, diese wirklich Lust auf IoT. Ach, Scorpion, ich bin gestern raus mit 20% Siegrate, gestern Nacht. Ich dachte, ich spinne. Egal, gute Nacht dir und allen anderen und wir sehen uns dann morgen dann.